Es ist kein Geheimnis, dass Großstädte ein Taubenproblem haben. Toronto war da keine Ausnahme. Wie die Ratten im Mittelalter liefen die krankheitsübertragenden Schädlinge im letzten Jahrzehnt Amok und vermehrten ihre Zahl. Es war meine Aufgabe, die ständig wachsende Taubenpopulation in Toronto in Schach zu halten. Glücklicherweise stieß ich auf einen Artikel über ein Pilotprojekt, bei dem Forscher die Taubeneier durch hölzernen Ersatz tauschten. Die Vögel, die zu dumm waren, den Unterschied zu erkennen, verbrachten Monate damit, sich um die falschen Eier zu kümmern, anstatt neue zu produzieren. Das Projekt war ein großer Erfolg und die Taubenpopulation ging in kurzer Zeit deutlich zurück. Es klang wie der perfekte Plan, also setzte ich die Lösung in meiner Stadt um. Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass die falschen Eier schlüpfen und die Abscheulichkeiten dann in die Welt entlassen würden. Mein Partner Clint kam eines Morgens mit einer großen Holzkiste herein, aus der Stroh aus allen Ritzen ragte. Sieht aus, als wäre Weihnachten dieses Jahr früher gekommen. Was ist das für ein Zeug? Ich ging aufgeregt hinüber und half ihm, die Kiste auf einer Werkbank abzustellen. Das, sagte ich, die Box gespielt, liebevoll tätschelnd und streichelnd, ist die Lösung für unser Taubenproblem. Clint sah mich unbewegt an. Ich öffnete die Box, griff hinein und nahm eines der Eier heraus. Ich war selbst ein wenig enttäuscht, als ich sah, dass sie nicht aus Holz waren, wie versprochen, nachdem ich sie gerade eben so groß angepriesen hatte. Stattdessen waren sie dünn, leicht und hohl, wie diese billigen Plastik-Ostereier. Das war nicht annähernd so, wie ich es erwartet hatte. Tja, das hat man davon, wenn man bei eBay bestellt, dachte ich. Clint nahm eines davon in die Hand und beäugte und drehte es in seiner Hand wie ein Wissenschaftler. Sind das die Nachbildungen, die du bestellt hast? Fühlen sich nicht mal annähernd an wie die echten. Bis dahin war die einzige Möglichkeit, die Taubenpopulation zu verringern, sich in ihre Nester zu schleichen und die Eier zu stehlen. Das war eine aussichtslose, vorübergehende Lösung, denn die Vögel legten einfach neue Eier, sobald sie merkten, dass ihre Eier weg waren. Deshalb war die Idee, Ersatz zu verwenden, so verdammt gut. Na, das ist in Ordnung, Clint. Sie sollen nicht uns täuschen, sie müssen nur die Tauben täuschen. Das wird klappen, vertrau mir, antwortete ich. Und damit sollte ich recht behalten. Die Tauben fielen reihenweise auf den Trick herein. Ein paar Monate vergingen und wir stellten fest, dass die Zahl der Jungtauben in der Gegend zurückging. Ich kann dir gar nicht sagen, wie stolz ich darauf war. Ich hatte einen sicheren, umweltfreundlichen Weg gefunden, um die fliegenden Ratten zu bekämpfen und das zu den günstigen Kosten von ein paar hundert Dollar und einer Fahrt mit dem Aufzug zu den Taubennistplätzen auf den Hochhausdächern der Stadt. Die Probleme begannen erst nach etwa 3 Monaten. Clint und ich inspizierten Nester auf gegenüberliegenden Seiten der Stadt. Ich war auf halber Höhe des Gebäudes, als Clint mich anrief. Yo, sagte ich, als ich das Telefon an mein Ohr hielt. Auf Clints Seite im Hintergrund war das Rauschen des Windes zu hören. Offensichtlich hatte Clint sein Ziel erreicht. Hey, sieht aus, als ob ein paar von unseren Eiern kaputt gegangen sind, verkündete er. Der Aufzug hielt an und die Türen schwangen auf, um mich aussteigen zu lassen. Ich stieg aus und machte mich auf den Weg zu einer kleinen Treppe, die auf das Dach führte. Ja, wir müssen sie einfach ersetzen. Keine große Sache, antwortete ich lässig. Seit unserer letzten Inspektion hatte es ein paar heftige Stürme gegeben und ich nahm an, dass die Eier aus den Nestern gefallen und beim Aufprall zerbrochen sein mussten. Deshalb wäre Holz als Material für die Eier wohl letztlich doch besser gewesen, grummelte ich vor mich hin, als ich für meine erste Inspektion auf das Dach stieg. Ach, scheiße. Was denn?
Die meisten meiner Eier waren auch kaputt. Das Seltsame war, dass sie immer noch in den Nestern steckten, genau dort, wo wir sie zurückgelassen hatten. Hatten die Tauben unseren Trick doch noch durchschaut und die Nachbildungen angegriffen? Waren die falschen Eier auf Dauer zu zerbrechlich, um unser raues kanadisches Wetter zu überleben? Ich stöhnte. Ja, bestätige. Hier ist es das Gleiche. Wir müssen wieder von vorne anfangen. Alles gut. Wir können einen neuen Plan ausbrüten. Ich hielt einen Moment inne, in dem ich unweigerlich schmunzeln musste. Hast du gerade... Sieh die Dinge einfach von der Sonnenseite aus. Wir legen neue Eier rein, Ende. Ist kein Weltuntergang. Wortspiele. In einer Zeit wie dieser. Ach, mach dich nicht über mich lustig, antwortete ich resigniert seufzend. Wir durften die Nester nicht so lange unbeaufsichtigt lassen, sonst würden alle unsere Fortschritte den Bach runtergehen. Ich schickte Clint los, um die zerbrochenen Eier mit dem zu ersetzen, was von unserer ursprünglichen Bestellung übrig war. In der Zwischenzeit suchte ich online nach Anbietern von Holzeiern. Leider war der billigste und schnellste Versender derjenige, bei dem wir das erste Mal bestellt hatten. Wir brauchten die Eier schnell und unser Budget war ziemlich knapp. Ich dachte mir, ich bestelle die minderwertigen Eier noch einmal. Wenn sie lange genug hielten, damit die Stadtverwaltung sah, dass der Plan gut funktionierte, konnte ich sie sicher überzeugen, unser Budget etwas zu erhöhen, damit wir im nächsten Haushaltsjahr bessere Lieferungen bestellen konnten. Um sicherzugehen, dass die Tauben unsere gefälschten Eier nicht angreifen, installierte ich außerdem eine Überwachungskamera auf einem der Dächer. Ich musste wissen, wie die ganzen Eier zu Bruch gegangen waren, ob sie unseren Trick durchschaut hatten. Obwohl ich stark bezweifelte, dass sie die geistigen Fähigkeiten dazu hatten. Aber das Projekt würde sich als nutzlos erweisen, wenn die Vögel nicht auf unsere billigen Imitationen hereinfallen würden, also war es das Beste, ein zusätzliches Auge offen zu halten. In den folgenden Wochen kamen mir immer wieder seltsame Berichte über kleine Tiere, die sich seltsam verhielten, zu Ohren. Ehrlich gesagt, habe ich ihnen zuerst nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Sie klangen allesamt ein wenig verrückt. Eine Frau behauptete, sie hätte eine Taube auf einem Baum klettern sehen. Sie sagte, sie sei wie ein Eichhörnchen an der Rinde hochgeklettert. In einem anderen Bericht hieß es, dass ein Streifenhörnchen einen kleinen Hund aus der Nachbarschaft angegriffen und getötet haben soll. Ein anderer Zeuge wiederum meldete eine verletzte Katze, aber als die Hilfe eintraf, fand man nur ein Fell. Als sich die Berichte nach und nach häuften und allesamt mehr als seltsam waren, begann ich mir Sorgen zu machen. Was mich noch mehr beunruhigte, war, dass diese Berichte aus der ganzen Stadt kamen. Wäre es auf ein einziges Viertel beschränkt gewesen, hätte ich einen Ausbruch von Tollwut oder eine neue Krankheit vermutet, aber die Meldungen kamen aus ganz Toronto und seinen Vororten, die sich über ein extrem großes Gebiet erstrecken. Wie konnte sich etwas so schnell ausbreiten? Es musste etwas anderes sein. Ich wollte gerade etwas zu diesem Thema recherchieren, als Clint mit einem finsteren Blick hereinkam. So langsam habe ich die Faxen dick, also wirklich. Diese scheiß Eier. Grummelte er in sich hinein und warf sich auf einen Stuhl. Ich zwang mich zu einem Grinsen. Was ist denn los? Habe ich was Falsches gesagt? Er warf sein Arbeitsblatt auf den Tisch. Das war ein echt spektakuläres Wortspiel. Hast du daran gedacht, das Filmmaterial mitzubringen? Er öffnete den Reißverschluss seines Mantels und griff in seine Tasche nach einer SD-Karte. Film ab, zwitscherte er. Wir luden das Filmmaterial hoch und sahen es uns an. Tauben. Tauben, die auf ihren Nestern sitzen.
Tauben, die sich putzen. Tauben, die sich gegenseitig mit den Flügeln schlagen. Oh, ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen wird von den Vögeln verjagt. Oh, noch mehr Tauben. Das hier muss das langweiligste Sicherheitsvideo der Welt gewesen sein. Die Art von Filmmaterial, die selbst David Attenboroughs liebliche Stimme nicht retten könnte. Wir spulten uns durch tagelanges Material von Tauben durch, die taubenähnliche Dinge taten. Nicht ein einziges Mal zeigten sie Gewalt gegenüber unseren nachgebildeten Eiern. Clint war bereits eingeschlafen, als endlich etwas auf dem Bildschirm passierte. Der einzige Grund, warum ich noch bei Bewusstsein war, war die große Menge an Kaffee, die ich an diesem Morgen zu mir genommen hatte. Es war mitten in der Nacht, zumindest auf dem Video. Einer der Vögel flog weg vom Ei, hockte sich auf das Nest und spähte hinein. Das ist er, dachte ich, und lehnte mich näher an den Bildschirm. Ich dachte, er würde das Ei angreifen, aber ich lag falsch. Ich sah zu, wie das Video lautlos weiterlief und etwas das Ei aufbrach. Von innen. Mir klappte die Kinnlade herunter. Das war nicht möglich. Die Eier waren aus Plastikschalen. Die einzige Erklärung war, dass wir irgendwo in dem ganzen Haufen ein echtes Ei übersehen haben mussten. Ja, das musste es sein. Ich war Zeuge der Geburt eines Taubenbabys. Nichts Ungewöhnliches. Nur, dass Taubenbabys nicht wie Rauch aussehen. Ein Hauch von dunkler Luft kam aus dem Ei. Die Taube, deren Kopf nur wenige Zentimeter davon entfernt war, atmete die gasförmige Substanz scheinbar ein. Denn kurz darauf bäumte sie sich auf und stand etwa eine Minute lang völlig still, bevor sie umkippte. Ich beobachtete, wie sie sich heftig bewegte, flatterte, strampelte, als hätte sie einen Anfall gehabt. Dann spuckte sie eine Art stückige Flüssigkeit aus dem Schnabel, die sich sofort in der Luft verflüchtigte. Der Körper der Taube schien sich wie ein Ballon aufzublähen, so als würde das Tier ausgehöhlt werden. Ich starrte ungläubig auf die flache, unbewegliche Schale dessen, was einmal eine Taube gewesen war. Plötzlich wölbte sich die Brust der Taube und das Tier nahm seine Form wieder an. Zumindest so ähnlich. Die Proportionen stimmten nicht. Die Flügel waren aufgedunsen und seltsam angewinkelt. Der größte Teil des Umfangs befand sich im Hals und nicht im Bauch, und der Mittelteil war unnatürlich gedehnt. Es war, als würde man ein Tierfell betrachten, das falsch drapiert war. Wie das grausame Experiment eines verrückten Tierpräparators. Diese Abscheulichkeit einer Taube ruckte mit dem Kopf in Richtung des Vorsprungs. Sie drehte sich auf den Rücken und verrenkte die Beine so, dass sie den Boden erreichen konnte. Aus ihrer Kehle konnte ich sehen, wie sich stummelartige Arme ausstreckten, die sich an das Zementdach krallten. Mit schnellen und zackigen Bewegungen hüpfte die Kreatur über die Kante und verschwand aus dem Blickfeld. Ich war schockiert und konnte nicht glauben, was ich gerade gesehen hatte. Ich musste mir das Video mehrmals ansehen, bevor mir einfiel, Clint zu wecken. Er grummelte unglücklich, rieb sich die müden Augen und sah mich an. Du wirst es nicht glauben, sagte ich. Ich spulte das Video zurück und drückte auf Play. Seine Augen weiteten sich mit dem gleichen angewiderten Unglauben wie meine. Selbst beim fünften Mal konnte ich es nicht fassen. Ich bin mir nicht sicher, was ich da sehe, aber es gefällt mir gar nicht. Ja, ich weiß. Nachdem wir uns das Video noch ein paar Mal angesehen hatten, gingen wir nach Hause. Ich glaube, wir hofften beide, dass ein guter Schlaf uns helfen würde, den Kopf frei zu bekommen. Vielleicht würden wir beim Ansehen des Videos erkennen, dass wir uns geirrt hatten. Vielleicht war es doch ein Trick des Lichts. Unwahrscheinlich, aber wir konnten es nur hoffen.
Clint war bereits bei der Arbeit, als ich hereinkam. Seine Augen starrten auf den Bildschirm. Schaust du es dir nochmal an? Fragte ich. Nicht ganz. Ich hab weitergemacht, antwortete er übermüdet. Ich trat an den Schreibtisch heran und schaute auf den Monitor. Weitergemacht? Fragte ich. Sein Gesicht war blass und seine Augen waren von großen Tränensäcken gezeichnet. Es waren noch 2 Tage Filmmaterial auf der Karte. Und du hast sie noch durchgesehen? Yep. Hast du noch mehr von diesen Dingern gesehen? Ja, und einige von denen, die wir gemeinsam gesehen hatten, kamen zurück zu den Nestern. Ich hob meine Augenbrauen und sah mir den Bildschirm genauer an. An einem der Nester fiel mir etwas Merkwürdiges auf. Dort lagen mehrere Eier im Sonnenlicht. Es waren weder echte Taubeneier noch Nachbildungen. Dafür waren sie zu groß. Clint deutete mit seinem Finger auf den Haufen, der am Bildschirm zu sehen war. Sie hat sie gelegt. Ich spürte, wie ein Anflug von Nervosität meine Wirbelsäule hinaufkletterte und wandte mich dann den Berichten zu, die ich am Vortag gelesen hatte. Waren die Eier das Zentrum des Ganzen? Wir müssen die Behörden anrufen, sagte Clint verzweifelt. Die letzte Nacht nagte an ihm. Wen sollen wir denn anrufen? Wir sind die Behörden, antwortete ich aufgebracht. Ich lief im Zimmer umher, hin und her, wie ein Pendel. Das Telefon läutete und unterbrach meinen ängstlichen Marsch. Es war eine weitere Meldung über ein seltsames Tierverhalten. Diesmal war der Übeltäter ein Reh. Mit erschrockener und fast schon angewiderter Stimme erklärte die Frau in der Leitung, dass sie ein Reh gesehen hatte, das am Fluss entlang schlitterte. Sie sagte, dass sein Körper seitlich lag, sein Kopf aber aufrecht war. Oh Gott, dachte ich. Was auch immer das für Dinger sind, sie können auch größere Tiere befallen. Während ich versuchte, die besorgte Anruferin zu beruhigen, hörte ich etwas von Clints Arbeitsplatz. Knacken. Ich drehte mich um und sah nur, wie eine Rauchwolke zu meinem Kollegen aufstieg. Neben seiner Tastatur lag eine zerbrochene Hülle, genau wie die auf dem Dach. Ohne ein Wort zu sagen, rannte Clint ins Bad und hielt sich die Hand vor dem Mund, als ob er gleich kotzen müsste. Ich ließ das Telefon fallen und rannte zur Tür. Er hatte sie abgeschlossen. Clint! Clint, geht es dir gut? Stille. Plötzlich hörte ich, wie er sich heftig übergab. Ein Geräusch von feuchtem Glucksen und kochendem Wasser drang aus dem Badezimmer. Aus Angst vor dem, was passieren würde, wenn Clint herauskäme, schob ich die schwere Werkbank vor die Tür. Ich stand in entsetzter Stille da, als der Lärm kurz darauf zum Stillstand kam. Lag Clint jetzt flach auf dem Boden? Würde er sich in eine Art Bastardisierung eines menschlichen Körpers verwandeln? Wie das, was mit der Taube geschah? Clint warf sich heftig gegen die Tür. Ein einziger Schlag warf das Ding fast aus den Angeln. Immer wieder knallte er gegen die Oberfläche, sodass die Werkbank, die ich davor platziert hatte, sich langsam bewegte. Ich konnte mich nur dagegen stemmen und versuchen, die Tür geschlossen zu halten. Mein einziger Gedanke war, ihn an der Flucht zu hindern, zu meiner eigenen Sicherheit. Ich wusste, dass er mich angreifen würde, wenn ich ihn rauslassen würde. Ich wusste es einfach. Das Geräusch kam unerwartet zum Stillstand, sodass ich erleichtert aufatmen konnte. Vielleicht war er tot. Vielleicht brauchte das Ding frische Luft, um zu überleben. Was auch immer der Grund war, ich dachte, ich sei in Sicherheit. Doch dann hörte ich ein Krachen. Das Fenster. Ich hatte das Badezimmerfenster ganz vergessen. Und jetzt ist er da draußen. Er und diese anderen mutierten Grausamkeiten. Ich weiß nicht, was sie sind oder was sie wollen. Ich weiß nur, dass sie in diesem Moment durch die Stadt streifen
und Gott weiß was tun. Die meisten von ihnen sehen wahrscheinlich wie Tauben aus, aber sie können jeder und alles sein. Ich hoffe nur, dass jemand herausfindet, wie man sie aufhalten kann, denn bei der letzten Zählung wurden über 700 dieser verfluchten Eier in Toronto verteilt. Jetzt, wo ich weiß, dass sich diese Dinger vermehren können, weiß nur Gott, wie viele Eier noch da draußen sein könnten. Update 1. Er kam zurück. Ich hätte wissen müssen, dass er zurückkommen würde. Er hatte mich vorher gewarnt. Er sagte, die Kreatur auf unserer Aufnahme kehrte zu ihrem Nest zurück, um ein Ei zu legen. Diese Monster schienen die Mentalität von Lachsen zu haben. Sie kehrten an ihren Geburtsort zurück, wenn es an der Zeit war, sich fortzupflanzen. Ich war zu sehr damit beschäftigt, eine Reihe von panischen Anrufen zu beantworten, während ich selbst in Panik geriet und hörte ihn nicht, als er durch die Vordertür hereinkam. Zum Glück konnte ich aus dem Augenwinkel eine Gestalt erkennen. Ohne meinen Satz zu beenden, ließ ich das Telefon fallen und schloss mich in der Abstellkammer ein, in der Hoffnung, dass er mich nicht gesehen hatte. Außerhalb der dünnen Holztür war es still im Raum. Wenn er atmete, konnte ich es nicht hören. Seine Schritte waren ebenso leise. Hatte ich vielleicht überreagiert? Ich hatte Clint nicht wirklich gesehen, nur einen Schatten in meinem peripheren Blickfeld. Vielleicht war es meine Einbildung. Ich musste es wissen, also kniete ich mich hin, spähte durch den Spalt unter der Tür und schloss ein Auge, um besser sehen zu können. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Ich wünschte, ich könnte diese Sache aus meinem Gedächtnis löschen, um Clint als den Mann in Erinnerung zu behalten, als den ich ihn kannte. Nicht das. Alles. Nur das nicht. Was ich sah, war ein Haufen Fleisch, der sich wie eine Schnecke über dem Boden bewegte. Ich konnte nicht herausfinden, was nach oben zeigte. Sein Rücken oder seine Brust. Sein rückgratloser Oberkörper war umgekippt, sodass seine Arme fast in einer Linie mit seinen Beinen lagen. Sein Kopf, der jetzt völlig unförmig war, lag flach auf seinem Mittelteil. Sein Mund erinnerte mich an die Figur in dem berühmten Gemälde Der Schrei. Seine ergrauten Augen starrten mich an, aber als er weiter in Richtung seines Schreibtisches schlitterte, konnte ich erkennen, dass sie nur eine nutzlose Dekoration waren. Er verschwand aus meinem Blickfeld. Dann ertönte ein schreckliches Geräusch. Ein matschiges und klebriges Geräusch, das mich an die alten Schleimkugeln erinnerte, mit denen ich als Kind gespielt hatte. Es dauerte ein paar Augenblicke, hörte auf, fing wieder an und hörte dann endgültig auf. Zitternd in meinen Stiefeln blieb ich den ganzen Tag in meinem dunklen Gefängnis versteckt und ignorierte die wiederholten Hungerattacken und meinen eigenen Instinkt wegzulaufen. Das Risiko, erwischt zu werden, konnte ich mir nicht leisten. Als der Tag in die Nacht überging, begann ich mich zu fragen, ob ich mich an ihm vorbeischleichen könnte. Auf unserem Überwachungsband hatte ich normale Tauben gesehen, die auf Nestern in der Nähe saßen und von der Kreatur scheinbar unbeeindruckt waren. Vielleicht würde Clint mich nicht angreifen. Ich musste das Risiko eingehen. Ich konnte mich nicht ewig verstecken. So leise ich konnte, schwang ich die Tür auf und betrat das Büro. Das Ding, das Clints Haut trug, war verschwunden. Gott sei Dank, dachte ich. Aus morbider Neugierde warf ich einen Blick auf seinen Arbeitsplatz, an dem ich vorhin die beunruhigenden Geräusche gehört hatte. Auf seinem Schreibtisch saßen zwei riesige Eier, die mit einer zähflüssigen Substanz überzogen waren. Ich wollte gar nicht daran denken, was das bedeuten könnte. Ich wollte nicht wissen, aus welcher Körperöffnung er sie gelegt hatte. Ich wollte damit nichts mehr zu tun haben.
Ich rannte aus dem Büro zu meinem Auto und fuhr direkt nach Kingston. Ich werde nicht zurückgehen. Ich werde nie wieder zurückgehen. Jemand anderes wird mit dieser Situation fertig werden müssen. Update 2. Ich dachte, ich könnte ihnen entkommen, aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber die Tauben draußen sehen seltsam aus. Nicht so unproportioniert und entstellt wie die in Toronto, aber irgendetwas stimmt nicht mit der Art, wie sie sich bewegen. Ich glaube, diese Dinger lernen die Form dessen, was sie besitzen, besser zu imitieren. Und jetzt haben sie sich ausgebreitet.